Ja. Einfach kaum Unterschiede. Gar nichts. Nix. Du hast Mini-LED, glaube ich, bei dem Pro. Ja, Mini-LED hast und du. Und den M2. Aber Mini-LED auch erst ab 13 Zoll wieder. 11 Zoll nicht. Und weißt du, was das Problem ist? Sei ehrlich, das iPad Pro lohnt sich. Also wirklich lohnen, nur für dicke Digital Artists. Ja, ja. Wenn du zeichnen willst, ne? Genau. Ja. Die da richtig mitarbeiten. Als Normalverbraucher ist das überteuert. Mhm. Wenn das jetzt ein Gerät wäre, wo ich mit einem Klick mich zwischen iPadOS und macOS entscheiden könnte, wäre das für mich das perfekte Gerät. Kriegen sie auch nicht hin, ne? Wollen sie ja nicht. Oder wollen sie halt nicht. Das ist erst traurig. Aber jetzt kommen wir zu schönen Sachen. Wir reden gar nicht über Apple dies, Apple das. Nee, Apple ist sowieso. Ich habe ja lieber so ein Android. Ne? So ein Samsung Galaxy S7 12 3SM24. Ja, ja. Das ist nämlich gut. Da gibt es sich immer die schönsten Klapphüllen für. Da gibt es die schönsten Klapphüllen und die besten aus eurer Grabbelkiste. Kostet nur 70 Euro. WhatsApp so aus der Mystery Box. Das ist ein Mystery Box. Bei Mediamarkt Mystery Box. Für 200 Euro ist angeblich der Inhalt 500 Euro. Ja. Ich habe schon ein paar Mal so Videos angeguckt. Ja, und was war da immer? Es war immer irgendein USB-Stick drin. Ja, klar, die USB-Stick. Oder SD-Karte oder so. Ja, sind teuer. Oder immer ein schon ausgepacktes Handy, was sie in die Originalpackung reingetan haben. Ja, wahrscheinlich vom Ständer da. Ja, nur Scheiße. Nur Scheiße ist da drin. Also keine PS5 drin. Also Mystery Boxen haben wir auch auf der Gamescom, habe ich das ja mal gesehen, wo welche das ausgepackt haben. Da ist halt nur Schrott drin. Mhm. Das ist halt Resteküche. Ja. Was halt als Überraschung verkauft. Genau, Resteküche. Ja. Das ist Wahnsinn. Rest vom Fest muss weg. Und die Leute kaufen das, weil sie die Überraschung haben. Oh, G-Fuel, now in English, Marvin. Ach, nein. Witzig. Wir wollen ja den Döler erreichen auch. Ach so, ne? Ja, der Döler. Den haben wir ja schon mal vom Reddison. Der hat einen Hund in der Luft gehalten. Genau. Das war sehr lustig. Ja. Ist halt eigentlich, also. So, dann möchten wir starten. Ja, zieh ich runter, ne? Hier. 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Review-Channel für die Gaming-Puster im deutschen Internet. Weltweit. Hey. So, wir haben was Tolles bekommen. Wir haben sogar zwei Pakete eigentlich, also zweimal das gleiche bestellt, weil wir beide große Fans des Franchises sind. Ne? Mit Anlauf, aber auch erst bei mit, dir, ne? Mit Anlauf. Wir sind da muss ich erst mal meine Geschichte erzählen. Ja, bitte erzähl. Das ist spannend. Damals 2014 habe ich mir das, glaube ich, auch, also zu Witcher 3 Release, oder 2015 war das ja, auch direkt gekauft. Hat mich nicht gecatcht so richtig. Ne? Hat dich nicht gecatcht. Nicht so gecatcht. Und dann habe ich später mir auf Xbox nochmal geholt. Gespielt. Hat die auch nicht gecatcht. Weil dann gab es ja schon ganz schnell mal so Game of the Year Edition für 10 Euro im Angebot. Ja. Auch nicht gecatcht und dann letztes Jahr auf dem PC. Dann mit Mods endlich. Beide haben wir dann aber richtig durchgezogen. Ja. Dann richtig. Ich habe ja auch komplett alles durchgespielt. Die DLCs mit allen Quests. Jedes Fragezeichen, 140 Stunden. Und habe gerade sogar noch mal New Game Plus angefangen. Habe ich irgendwie Bock drauf. Also nur ein, zwei Stunden rein. Ja, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Genau. Und so eine geile Atmosphäre von der Welt. Das fand ich super geil und da freue ich mich auch richtig drauf, weil die richtig geil ist jetzt, die Collectors Box, was ich schon gesehen habe. Die haben ja eine neue Sonderedition rausgebracht und zwar zu diesem Thema. Genau, zur Witcher 3 Wildhunt. Ne? Wildhund. Und wirklich eine sehr schöne Collectors Edition. Ja, mach doch mal mit viel Inhalt. Ne? Mach doch mal die Mystery Box. Die Mystery Box. Ich hoffe, ist ja auch alles heil angekommen aus den USA. Ne? Ist ja aus den USA. Satte, glaube ich. Ich glaube, der Normalpreis war, glaube ich, $60. Und dann wird der Versandkost immer extra berechnet noch und Steuern. Ich glaube, wir hätten jetzt irgendwie für zwei Boxen 145 Euro bezahlt. Ja. Was ich aber okay finde für den Inhalt, weil wir hatten ja auch schon einige andere für Collectors Boxen von Elden Ring oder so. Es war dann einfach nur so ein Pappding. Ja, da ist mit nicht Shaker drin. Ja. Also Elden Ring damals. Oder Diablo und was wir alle schon hatten, ne? Diablo Immortal hatte aber so eine Potion-Dings. Ja, stimmt. Aber die ist wirklich richtig geil. So, erstmal. Wenn der Döler das jetzt sieht, sind wir ja quasi, machen wir Werbung für ihn. Ja, da muss er uns eigentlich auch mal endlich einladen. Haben wir schon so eine Cyberpunk-Jacke schicken oder. Ja. Oder hier so eine Cyberpunk-Jogginghose. Ja, so, schaut mal. Boah, ist das ein Brecher, du. Du, da haben sie sich aber nicht lumpen lassen, ne? Nee, guck mal, wie schön die aussieht. Wow. Das ist ja nicht mal wirklich eine Collectors Box. So, Leute, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Ja. Das hier ist die Chifool Collectors Box zu The Witcher, die erstmal in ordentlicher Pappe da ist. Ja. Also schön hart. Hier auch mit den, wer ist das denn hier? Die Yennefer, ne? Genau. Und hinten ist noch eine Map. Genau, die Spielwelt. Und ist das Mittelerde? Dann nochmal diese, weiß nicht, diese vier. Energy Focus. Was immer sonst bei G3 auch draufsteht, mit dem schönen Witcher-Medaillon und an der Seite hier auch nochmal Ciri. Ciri, ne? Ciri. Ja. Das ist schon geil, die Packung. Ich hätte es ja besser gefunden, wenn es eine Collectors Box gegeben hätte zu der neuen Witcher-Staffel. Ach, die war richtig gut. Ja, Staffel die war 3. Richtig gut. Ja, die hat mir richtig gut gefallen. Auch das Spin-off von The Witcher
war auch. Da hat Netflix. Ach, mit den guten Effekten. Ja, da hat Netflix sich mal richtig was einfallen lassen. Naja, gut. Aber die sieht echt Premium aus. Ja, die sieht wirklich geil aus. Die ist aber auch vom Dings her. Also die ist stabil. Die wie so eine Collectors Edition damals, also immer noch von Spielen halt. Ne? Genau. So. Oh, klappt man auf. Ja. Eine Magnetschachtel, die sind immer besonders teuer, wenn du die kaufst. Oh, guck mal hier. So bezahlt. Das ist doch wirklich was Besonderes. Guck dir das an, was ist das denn alles? Guck mal hier, das ist, glaube ich, so ein paar Artworks. Oh, mach ich mal auf. Dann mach mal auf. Und jetzt hier die Projekt. Da sind wir jetzt gepartnert mit quasi. Ja, jetzt klar. Ich möchte einen Key haben für irgendwas. Genau, ein paar Keys. Guck mal hier. Geralt. Schaut mal. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier, das ist so ein Geralt-Artwork. Was macht man damit? Untersetzer? Ja, und irgendwie so ein Monstervieh. Ich sag, du musst doch wissen, du hast doch alles durchgespielt. Ja, ich habe mir das Kompendium ja so gekauft, dieses auf der Gamescom, aber habe jetzt leider nicht mitgenommen. Naja, das ist irgendwie so ein Tier, ne? Ja. Ja, das ist aber, das ist schon schön. Sehr schön, ne? Also, mit so einem Umschlag auch. Ja, wirklich edel. Die haben sich ja richtig was einfallen lassen. Und für nicht 100 Dollar, sondern 60. So, jetzt wird's lustig. Also, wir fangen mal mit dem Großen an, ne? Ja. Also, der Shaker. Ist ein Shaker bei. Ganz wichtig. Switcher Shaker. Genau, aus Edelstahl. Ich muss sein Gesicht. Ich muss sein Gesicht. Ah, gibt's auch nicht gesehen. So, aus Edelstahl. Ja, also, ne? So, und der hat auch so eine. Man sieht das schlecht auf Kamera, aber der hat so eine. Wie sagt man? Matte Oberfläche. Haptik. Haptik, wo diese ganzen Zeichen so ein bisschen hervorgehoben sind. Als wenn das so lasergraviert wäre. Ja. Weißt du? So lasergraviert. Also, wir hatten ja auch letztes, vor ein paar Monaten, die Resident Evil 4 Collectors Edition. Da hatte der Shaker nicht so eine Texturierung. Ja, das war ist einfach richtig, nur ganz normal aufgedruckt. Das ist bisher das Beste, was das angeht, was wir von G2 gesehen haben. Das finde ich ein bisschen schade, ein bisschen abzuschweifen. Es gibt auch von Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Da hätte ich auch keinen. Ja, aber es ist. Ist einfach nur ein Shaker wieder in dem Design. Und der Geschmack war jetzt leider auch Ananas-Banane. Exotisch. Hätten sie so eine gemacht, wäre es mir egal gewesen. Hätte ich es trotzdem gekauft. Aber ja, ja, das nicht stimmt. Nur einfach ein Shaker. Also das verstehe ich nicht, weil es ja vom gleichen Lizenzgeber kommt. Ne? So, das finde ich am geilsten hier. Das ist ein Schalüssel-Anhänger. Man sieht das jetzt natürlich ein bisschen schlecht. Wolfsmedaillon. Alter, ey, mach doch mal einen Fokus. Das ist deine Billo-Kamera hier. Nee, deine Billo-Kamera. Billo. So, warte jetzt hier, mach doch mal Fokus. So. Jetzt schaut mal. Das ist hier das von The Witcher. So ein Schlüssel. Ist ja schon ein bisschen wie ein Wolf angezogen, ne? Heute. Ich habe mich tarnmäßig. Oh, der ist ja sogar schwer. Der ist richtig schwer, ja. Das ist kein Plastikding. Ja, geil. Weil das ist mir auch immer das Problem bei diesen Boxen, dass da immer so Plastikmüll nur drin ist. Du machst natürlich richtig, ne? So. Ja. Da kannst du schön jeden damit nerven. Läufst du so durch die Arbeit so. Hallo! Hallo! Für Fans der Witcher des Franchises wissen, was das hier ist. Das ist ein Flakon. Flakon, ein Flakon. Fiole. Fiole? Fiole, stimmt. Wo immer diese Dinger drin sind, diese Säfte. Ja, ja. Guck mal hier, der Nippel. Der Liebessaft ist da drin. Guck mal hier, Nippel. Das sieht aus wie ein Busen. Jetzt holen wir den Star hier raus. So, jetzt holen wir den Star hier raus. Und zwar haben wir Tawny OVL Potion. Tawny OVL OVL Ostwestfalen. Ostwestfalen heißt das. Ostwestfalen-Lippe. Ja, aus unserer Region. Genau. Witzig, witzig. So, also hier, das ist die Dose von Chiful. Schmack steht, glaube ich, auch drauf. Da ist natürlich, da ist natürlich. Bleibt im Hintergrund. Folgendermaßen, leider, und da wird G4 ja nie raus lernen oder irgendwas anders machen, die Dosen sind immer die gleichen Dosen mit dem Plastikband drumherum. Das ist halt immer ein bisschen schade, könnte halt noch so viel cooler sein, gerade jetzt, wenn wir das schon sehen und so. Ja. Aber vom Gesamtpaket her, muss ich sagen, ist das bisher das Beste, was G-Fuel an Collectors Edition auf jeden Fall irgendwie rausgehauen hat. Also das ist wirklich schon ganz cool. Also was wir uns auch bestellt haben, weil manche sind ja auch wieder, es war ja nicht US-exklusiv, das konnte jeder bestellen. Ich glaube, der Flavor kommt ja auch so ganz normal rein, ohne die Collectors Edition. Ja. Kann sich jeder so bestellen, mit plus Steuern und Zoll, alles schon bezahlt. Es gibt ja auch Rechte, bla 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 und so. Gibt es ja auch eine US-exklusive Edition, da muss es für einen Zwischenhändler kaufen, dadurch wird es ja noch mal teurer. Ja, ja, das stimmt. Dann muss man gucken, ob sich das dann noch lohnt. Ja, für die Privatverbraucher, für euch machen das natürlich. Wir für euch machen das immer natürlich sehr, sehr gerne, weil wir geben so viel gern auch zurück an euch. Und zu dem Stichpunkt, da haben wir jetzt auch die Supersenks aktiviert, damit wir auch weiterhin solche Kollektionen für euch bestellen können. Ihr könnt Supersenks aktivieren oder den Superchat. Superchat, ne? Ja. Da könnt ihr einfach, ne, so 250 Euro, wäre ein guter Start, also das, reinspenden. Dann kriegt, also ab 1000 kriegt ihr auch eine Karte. Genau, ab 1000 Euro kriegt ihr eine Autogrammkarte. Alles andere. Billiger darfst du dich nicht verkaufen. Genau, stimmt. Sag ich dir, wie es ist. Billiger darfst du nicht verkaufen. Sonst bist du wie jeder. Geschmack Black Courant, das war nochmal schwarze Johannisbeere, ne? Ja.
Also eigentlich auch ganz vielversprechend. Ganz vielversprechend. Das probieren wir jetzt aus. Da haben wir nämlich richtig Lust. Muss natürlich hier Box, auf. Das ist ja oben auch mal, sonst zerstörst das Design. Ne? Das ja, haben wir ja gelernt. Also alle, bei uns im Discord, kommt auf den Discord, um zu lernen, wie man eine G-Fuel-Tab richtig aufmacht. Für alle Leute, die jetzt neu dazugekommen sind und ihr Amateure seid und denkt sich, oh, mach ich einfach auf. Nein, ja. Ihr wollt ja das Design behalten. Das heißt, ihr geht dann mit einem Messer unter den Deckel. Das musste ich auch erst lernen, weil wir haben oft Kritik dafür bekommen. Und dann schneidet ihr das ganz fein aus. Wenn ihr einen spitzen Fingernagel habt, könnt ihr das damit auch machen. Ne? Also es geht auch. Und dann braucht ihr auch das nicht runter. Bitte fragt aber eure Eltern erst, ob ihr ein Messer benutzen dürft. Ne? Ja, ja, für die Leute, für die Kleinen unter euch. Ne? So, und dann kann man die Dose aus der Verpackung rausziehen. Genau. Ja, es ist leider immer das schwächste Glied, ne? Glied. Bei G-Fuel. Ne? Glied. Ja, riecht wie ein G-Fuel. Das riecht dann immer gleich. Ah, weiß nicht, was das für eine Farbe vom Pulver. Leicht ja, rose. Ich denke, es wird auch rot werden. Ja. Ja, sieht immer gefährlich aus. Ne? Ich finde die Box so schön. Ne? Die ist echt schön. Das ist echt eine schöne Box zum Hinstellen. Du hattest ja auch, wir haben ja auch die Elden Ring Edition damals gekauft oder getestet. Genau. War die Box nicht schön zum Hinstellen. Das hat den Shaker gehabt und die Tab. Aber die auch mit der Karte, auch hochwertig gedruckt. Ne? Es ist alles gut. Also es ist alles so gut gedruckt, dass ihr es auch gut lesen könnt. Und, genau. und es wird nicht billig. Ah, Skellige hier, ne? Da war die Musik Skellige. Immer so schön. Da war wirklich schön. Oder hier Novi. Wo ich Novigrad mochte ich ja schon. Ne? Das hat mir schon gefallen. Einfach eine echt richtig geile mittelalterliche Stadt, ne? Novigrad. Ja, Visima hat man ja nicht so viel gesehen und hier genau, fand ich auch immer gut. Ochsenfurt, da war ich aber nicht so oft. Ey, und du musst auf jeden Fall die DLCs spielen, ne? Hier Blood and Wine hier unten. Ja, stimmt, da unten war ich. Und komm. Noch Hearts of Stone, das ist auch echt super DLCs, sich echt lohnt zu zocken. Vor allem Blood and Wine ist einfach nochmal ein eigenes Gebiet, was nochmal 25 bis 30 Stunden geht. Ja, ich muss so Call of Duty Camos greifen. Ja, gut, stimmt. Ja, es ist... Und es geht ja auch bald alles weiter mit Witcher, ne? Es ist ja Diverses in der Entwicklung. Von Netflix? Nee, an Spielen meine ich. An Spielen. Dürfen wir den Shaker direkt benutzen? Ja, würde ich sagen. Man möchte, soll man einen anderen essen? Ich habe da keine Probleme mit. Hatten wir letztens erst die Diskussion. Bei uns im Magen ist eh schon alles kaputt. Bei uns ist alles. Ganz Geschwüre und... Die Ekzeme, weißt du? Ach, stimmt, so heißt und das. Und die gehen ja immer nach innen auf. Ja, ja. Das ist nicht schön, du. Das ist nicht schön. Das gibt später eine ordentliche Schweinerei. Aber wenn wir unseren Krebs haben, dann setzen wir natürlich eure volle Unterstützung für unsere medizinische Behandlung. Anders hält es auch nicht mehr aus. Nee. Ich schüttel aber nicht mit dem Anhänger, weil sonst mache ich den kaputt. Warte mal. Ja, aber man kann ja halt dran klippen, wenn man sich hier hinstellt. Kann man machen. Ja, bitte. So, Löffel. Ach, das ist echt schön. Das sind schöne Dinge, ne? Ja, woanders kostet er 10 Euro, wenn du den auf Gamescom kaufst. Ja, wenn du von so einem zwielichtigen Händler da, die ja manchmal rumlaufen, ne? So, ich mach mal hier den Dinges ab, ja? Oder brauchst du den noch? Nee, brauche ich nicht. Den Deckel? Nein. Weil das habe ich noch nie verstanden, wofür der gut sein soll, aber... Ich glaube, um eine Flasche reinzufüllen. Der Amerikaner, weißt du? An sich, der hat aber ja... Spinner. Können sowas nicht, aber wir in Europa, wir haben ja gelernt, mit Messer und Gabel zu essen und dann geht das. Kriegst du übrigens schon wieder ein Update raus am Dienstag, ne? Was denn? Cyberpunk 2.1. Durch das Baldur's Gate. Neue Quests, Metrosystem kommt rein. Metrosystem kommt rein? Ja. Haben sie Mod eingekauft? Ja, so ungefähr. Echt? Aber kommt jetzt am Dienstag noch mal das große Update. Ich glaub, da fang ich zum noch Glück habe ich es noch nicht gespielt, das Update, das DLC. Ich fange es aber noch mal komplett neu an. Nochmal, komplett. Ich habe es ja nur einmal durchgezockt, aber jetzt noch mal mit dem Update. Aber natürlich erst, nachdem ich mir den GTA 6 Trailer am Dienstag habe. Ja, das wird klasse. Ja. Wie ist es hin? Nee, ich bin gerade ein bisschen zu untalentiert. Ah. So, der quietscht auch noch schön, weißt du? Das ist ja alles schön an der Edition. Alles schön, alles geil. Egal, worum es geht. Ja, ja. Freue ich mich schon aufs Thumbnail. Please Sponsors. Ja, dann müssen wir gleich noch ausknobeln, wer ist, ne? Hä? Aber ich biete nicht zu sie oder Jennifer. Ja, aber Wesemir oder so. Ja. Oder so ein Gnom. Oder Troll. Oder ein Troll. Also diese Troll. Den Baden da. Ja. Ach, stimmt. Stell dich ein. Wie heißt er denn? Ich hab doch gestern nachgeguckt. Ja, du bist ein Fan. Wie heißt er denn? Ich weiß gerade auch nicht. Oh. Blackout, ne? Ja. Yeah. Rittersporn. Yeah. Ach, jetzt fällt mir auch ein, das ist ja ein super Werbevideo. Und wenn uns CD Projekt Red was Gutes tun will, können die uns bitte das neue Boardgame zuschicken, was schon wieder ausverkauft ist. Crowdfunding, was man nicht mehr unterstützen kann. Das war ja innerhalb von 3 Minuten war graced der Betrag und irgendwie 4,5 Millionen. Sah richtig geil aus. Ich glaube, Witcher Pass of Destiny oder so heißt das. Kommt auch auf Deutsch und so. Mhm. Das kostet, glaube ich, eine normale Edition 60 Euro. Gibt es auch Collectors sowieso. Ich würde das auch niemals spielen, aber ich will das einfach haben. Und es ist ausverkauft. Und wenn CD Projekt das sieht, ne, schickt uns was zu. Ja, also falls ihr das Boardgame noch bei euch... Für diese irgendwo. Kostenlose Werbung hier. Das ist doch sowieso durch einen 3D-Drucker da. Da können sie noch eine Spule mehr drauf. Ja, es ist halt eh mal die Frage, wie die Miniaturfiguren und so dann wirklich sind, ne?
Ja, wir können die ja bemalen mit meinem Set. Ich habe doch die Farben. Ach, stimmt. Ich habe doch die Farben von Citadel. Dann können wir doch hier sitzen und machen wir Minute. Und das Boardgame, das sah auch echt gut aus. Wie von Elden Ring, 400 Euro und das nächste ist bemalt für die größte Kollektion. Ist schon bemalt? Ich glaube, das war nicht bemalt, aber es war halt nicht so teuer. Ne? Ja, okay. Also die größte kostet 160 mit allen Add-ons und das Standardding 60 Euro. Wenn man da noch irgendwie drankommen könnte, lieber Fabian, ne? Immer schön betteln. Ne? Immer betteln. Ja, Farbe dann sieht nicht rot aus. Nee, es ist ein Jennifer-Violett. So, stimmt. Der soll doch immer nach Flieder und Stachelbeeren riechen, ne? So, richtig? Ja. Oh, das ist ein schöner Geruch. Mit dem Einhorn. Ja, der hat letztens den Anfang ja nochmal gespielt, da wird das dann nochmal thematisiert. Prost. Prostata. Oh, da ich nur ein bisschen im Bad, ne? Ach, ich hab ja abgemacht. Ja, hast du eigentlich schon abgemacht für den Dreh heute? Wächst ja noch nach. Ja, ist nur nicht mal wie oben. Du glaubst gar nicht, weil alles am Wachsen ist bei mir. Alles noch. Ununterbrochen. Seit 31 Jahren. Nur am Wachsen. Erstmal dieser Tsuji-Fühl-Eigengeschmack, ne? Schon fun. So ein bisschen. Aber ich finde, das ist eine leckere Johannisbeere. Ja. Wir hatten ja schon mal Black Coran von einem anderen Hersteller, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte. Nee, bitte nicht. Bitte nicht, sonst wenn die Abmahnungsklage. Sonst kommen sie wieder. Die war okay schon, aber die hier gefällt mir um einiges besser. Doch, die ist auch echt. Aber da ist natürlich auch so, das Gesamtpaket passt halt auch noch, ne? Will ich gar nicht leugnen, dass es das vielleicht noch so ein bisschen nach oben zieht, sogar mit der geilen Box und Witcher. Aber die schmeckt. Schmeckt aber auch gut. Das ist eine schöne schwarze Johannisbeere. Es gibt ja auch nichts. Und die ist sehr lecker. Die ist wirklich. Ich finde die Farbe auch mal schön, nicht einfach schwarz. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Nee, die gefällt mir wirklich gut. Das ist ein richtig schöner Geschmack. Also ja, klar, ein bisschen Fan-Dings ist ein bisschen mit dabei. Ja. Das ist richtig. Aber wenn ihr kein Fan seid, kauft ihr euch keine Collectors Box. Nein, genau. Und den Geschmack, den würde ich mir aber zum Beispiel bei der nächsten Buy One, Get One Aktion, bei der nächsten BOGO, einfach auch mit dazu bestellen. Ja, der ist schon echt gut. Der ist wirklich, den kann ich mir, auch komm, trinken. trink aus. Oder mach doch hier in die Nippelschokolasche. Das sieht, guck mal, da kann man die direkt. Da kann man immer so machen, hier, so. Wie so ein Controller, ne? Iu. Harald, fühl mal. Kennst du das? Kennst du? Nee, ist sehr schön, gefällt mir. Tolles Set, gut gemacht. Ja. Ich finde das auch mit den Artworks. Ich mag auch immer, wenn sie einen ordentlichen Umschlag machen. Also da ist... Ja, und die guck mal, der Umschlag hat auch hier so eine... Das Texturierung, ja? Genau, das stimmt. Ist ja auch leicht erhöht. Da ist wirklich auch ein bisschen mit Liebe dran gegangen worden. Und das finde ich immer wichtig. Du hast recht, diese anderen Collector's Editions, die haben meistens halt nur einen Shaker mit einem Print drauf, einen normalen Plastik-Shaker, eine Verpackung, das war's, und vielleicht noch einen Sticker. Mhm. Das war's dann meist auch. Aber das Ding, ich denke, da wird auch wahrscheinlich CD ein bisschen gesagt haben, da müsst ihr halt auch ordentlich machen. Ja. Das ist richtig gut. Das ist für Leute, die Sammler sind und die sich gerne Sachen hinstellen, ist das ein Pflichtkauf eigentlich. Ja. Ihr könnt nicht sparen mit unserem Code, weil wir keinen haben, aber gönnt euch. Wenn ihr wissen wollt, auch für in der Zukunft, für Aktionen zum Beispiel oder Sachen, die ihr sonst nicht in Deutschland kriegen solltet, auf unserem Discord wird euch Rat und Tat beiseite gestanden. Wie gesagt, es gibt Zwischenhändler, dies, das, auf alles, jeden Fall und, wie man das dann halt doch kriegen kann, auf legalen Weg. Ich glaube, ein paar Leute haben sich den auch bestellt auf dem Discord und ich glaube, der Nat hat es ja eine Woche später, als wir bekommen, bevor er früher bestellt hat. Das ist natürlich der Influencer-Punkt, ne? Ja, klar. Das wird gewesen sein. Ja, bei DPD, da haben sie es besonders schnell geliefert, weil die Geschäftsadresse darauf stand. Und da wissen die Bescheid. Ja. Und ja, schreibt mal in die Kommentare auch mit Witcher. Würde mich mal interessieren, welcher ist euer Lieblingscharakter aus den Witcher-Spielen? Der Zwerg auf der Zunge. Und der Zwerg der auch lustig. Ist auch gut, ja. Ich fand ja auch diesen Troll, diesen Felstroll lustig. Welchen von denen? Ach, gab ja auch mehrere, ne? Ja. Da gab es noch mehrere Doofe auch. In den Katakomben war. Ach, der? Ja. Ja, der war auch lustig. Ich hab als erstes an die beiden gedacht, kurz vorm Ende des Spiels. Ach ja, stimmt. Wo du auch mit denen erst diskutierst und so. Ja, stimmt. Mit dem anderen. Ja, so viel, es ist auch super lang, das Spiel. Also, da kann man schon mal eine Quest vergessen. Ja, das stimmt. Aber echt super und echt auf... Früher war ich ja auch gar nicht so... nach Cyberpunk fand ich cool dann, ne? Mhm. Trotz den ganzen Bugs, aber es war ja immer schon dieser Hype um CD Projekt Red, ne? Und dann gab es mit diesem Update und mit Witcher und dann fand ich schon alles geil. Und dann habe ich mir dieses Doku da auch angeguckt, das war schon ganz interessant auch. Ja. Mit so einem Questwriter da, ne? Mhm. Schon ganz coole. Ja, gut, am Ende haben sie ja doch noch 100 Leute rausgeschmissen, aber... ist dann halt so, ne? Ja, es ist ja in der heutigen Zeit, weißt du, es gibt doch so viele Leute, die sitzen ja ganz da rum, ne? Eben. Ist schade, also, aber. Gold sagen wir, ne? Ja, das ist eine Goldmedaille. Ja, so ein Gesamtpaket, echt. Und so eine Collectors Box von Level Up oder Gamers Only, Holy, so ja. Ein Spiel oder ein Film oder Serie, das würde ich mir einfach nur wünschen. Da wird halt das Geld nicht für ausgegeben. Genau. So, ich weiß zum Beispiel nicht, wie so ein G-Fuel dick mit Influencer wirbt im Ausland. Ja. Das weiß ich halt nicht, in Deutschland passiert es halt nicht. Ja. Aber also, wenn da das Geld reinfließt, das wäre schon geil. Also fände ich auch toll. Aber gut, dafür haben wir G-Fuel und dafür haben wir jetzt hier diese wunderbare Witcher-Box. Genau. On point. Richtig schön. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns mal einen Daumen nach oben freuen. Die Abo-Glocke läuten, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video. Ja. Und wieder schauen und reinhauen!